14.37 Uhr auf Wiedersehen, für heute verabschieden wir uns von der DTM aus Zandvoort. Weiter geht es am morgigen Sonntag, um 13.30 Uhr, mit dem zweiten Rennen. Auch dann berichten wir wieder live für Sie. Bis dann, 14.35 Uhr Startzielsieg für Parfait. Der Führende in der Meisterschaft hatte heute alles im Griff und konnte im ersten Rennen von Zandvoort den Startzielsieg abliefern. Mit seinem insgesamt 23. Sieg zieht Parfait in der ewigen Bestenliste zusätzlich mit Matthias Ekström gleich und ist Dritter hinter Bernd Schneider und Klaus Ludwig. Auch insgesamt war Mercedes heute wieder richtig stark unterwegs und verbuchte den Vierfacherfolg. Zweitstärkstes Team waren die BMW, die ebenfalls vier Fahrer unter die besten 10 brachten. Im Audi-Team erreichten zwei Fahrer die Punkteränge. 5514 zu 32 Ende erster Rennen. Auf dem 5. Platz rettet Robin Frins vor heimischer Kulisse die Audi-Ehre. Timo Glock wird 6. vor Wittmann, Farfus, Eriksson und Green. 5514 zu 31. Gary Parfitt gewinnt das 1. Rennen in Zandvoort. Gary Parfitt ist durch und darf den 3. Sieg in dieser Saison feiern. Der Brite setzt sich gegen seine Markenkollegen Paul Di Resta und Lukas Auer durch. Für Wehrlein bleibt nur Rang 4, 5514 zu 29. Boxenstopp von René Rast. Die letzte Runde läuft und auf den letzten Drücker kommt René Rast zu seinem Pflichtstopp rein. Er kommt als letzter wieder auf die Strecke, während Parfitt dem nächsten Sieg entgegenfährt, 5414 zu 27. Rast mit persönlicher Bestzeit. Rast zeigt, dass der Reifen hier richtig lange halten kann. Mit einer 1:32.876 hat er gerade die persönliche Bestzeit gefahren. Belohnt wird der Deutsche dafür aber nicht werden, denn nach seinem Stopp wird er keine Chance mehr auf Punkte haben. 5.314 zu 26 kommen noch Angriffe. In der Spitzengruppe liegen die Autos weiterhin richtig eng beisammen. Ernste Angriffe hat es aber auf den letzten beiden Runden nicht mehr gegeben. 5.214 zu 24 Rast bleibt draußen. René Rast biegt auch jetzt nicht ab und macht weitere Führungskilometer. Doch der Stopp ist unvermeidlich und bei den jetzigen Abständen wird es weit nach hinten gehen. 4.914 zu 22 Überholmanöver von Joel Eriksson. Joel Eriksson macht eine Platzierung gut und geht am Audi-Konkurrenten Green vorbei. Auch ganz vorne wird noch gefightet. Frins macht Druck auf Wehrlein, 4614 zu 18 der Zwischenstand. 9 Minuten dauert dieses Rennen noch. Derzeit führt Rast das Feld noch an, doch Parfitt wird die Führung gleich übernehmen, denn Rast muss noch an die Box kommen. Di Resta liegt auf Rang 3 vor Auer und Wehrlein. Robin Frins fährt vor heimischer Kulisse auf einem guten 6. Platz vor Glock, Wittmann, Farfus und Green. 4.414 zu 15 Rast behauptet die Spitze. René Rast macht alles richtig beim Restart und kann sich ohne Probleme von Parfitt absetzen. Dahinter verliert Wehrlein seine Position an Lukas Auer. 4.214 zu 14 Safety Car kommt rein. Nach dieser Runde wird wieder in vollem Tempo gefahren. Das Safety Car kommt rein und es geht in den Neustart. Der bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Angriff. 4.214 zu 14 Plattfuß bei Müller. Nico Müller hat inzwischen Auskunft gegeben. Ein Plattfuß vorne links war für seinen Unfall verantwortlich. Er hatte noch versucht, zurück an die Box zu kommen, doch wie wir alle gesehen haben, war es ihm nicht gelungen. 4014 zu 13 Boxen von René Rast. René Rast bespricht über Funk die Taktik für den Restart. Sollte man wegfahren können, möchte man draußen bleiben. Ansonsten soll es an die Box gehen. 3914 zu 10 Safety Car weiter draußen. Die Bergung des Wracks dauert weiterhin an und es sind bereits knapp 10 Minuten seit dem Unfall vergangen. Das Auto von Müller hängt inzwischen am Kran des Bergungsfahrzeuges.
Aber hier wird natürlich auch noch einmal der Reifenstapel überprüft und gerichtet. Das Safety Car könnte also noch ein paar Runden vor dem Feld herfahren. 3514.07 Der Kran ist da, der Kran ist vorgefahren und wird jetzt das Auto von Müller einsammeln. Eine Ursache für den Unfall könnte Reifendruckverlust sein. Das berichtete gerade Audi. Derweil hat sich auch Eng ein zweites Mal frischere Reifen aufgezogen. 3414.06 Boxenstopp von Leuchtturm Alois Duval kommt an die Box und absolviert einen zweiten Stopp. Er gehörte zu den ersten Stoppern in diesem Rennen, könnte dafür sprechen, dass da auch andere Fahrer noch Probleme bekommen werden. 3114.04 Müller crasht ohne Fremdverschulden. Eine Wiederholung zeigt, dass Müller da ganz ohne Fremdverschulden in den Reifenstapel crashte. Der Schweizer flog einfach geradeaus ab und landete in der Streckenbegrenzung. Sah kurios aus, vielleicht hat da die Technik gestreikt. 2914.03 Safety Car kommt, das Safety Car kommt auf die Strecke, da das Auto an einer schwierigen Stelle steht. Dürfte besonders Rast ärgern, der auf einer guten Strategie weicht. 2914.02 Unfall von Nico Müller, Unfall von Nico Müller. Der Audi steht neben der Strecke im Reifenstapel. Vom Schweizer gibt es den Daumen hoch und die Entwarnung. 2614.00 Rast bleibt draußen. René Rast biegt auch in Runde 17 nicht an die Boxengasse ab und führt so das Rennen weiter an, wenn es auch nach dem Stopp einige Plätze zurückgehen wird. 2613.59 Wehrlein ist zurück. Pascal Wehrlein hat sich nach seinem Boxenstopp mit schnellen Rundenzeit zurückgekämpft und ist jetzt schon wieder dran an Di Resta und Puffett. Nun kommt es wohl darauf an, wer zum Ende des Rennens seine Reifen am besten managen kann. 2413.57 Überholmanöver von Philipp Engels gibt wieder richtig viele Überholmanöver im Mittelfeld, so dass die TV-Kameras kaum hinterherkommen. Einer der Überholenden war Philipp Engels, der sich außen an Rockenfeller vorbeigeschlichen hat. 2313.56 Tolles Duell zwischen Frinz und Auer. Robin Frinz versucht es mit Hilfe von DRS und geht in einem tollen Manöver außen an Lukas Auer vorbei. Doch so schnell lässt sich der Österreicher nicht abspeisen. Er setzt den Konter und holt sich seinen sechsten Platz zurück. 2213.55 Überholmanöver von Nico Müller. Nico Müller hat sich den Mercedes von Auer bereits geschnappt. Lokalmatador Robin Frinz hat es schwerer und bleibt zunächst hinter Auer zurück. 2113.54 Boxenstopp von Lukas Auer. Nach 11 Runden kommt dann Lukas Auer rein und macht den Pflichtstopp. Die Führung geht über den Moment an Rast über. Auer kommt auf Platz 5 hinter Wehrlein wieder raus, könnte aber noch ein paar Ränge gegen die Audi von Müller und Frinz verlieren. 2013.52 Dann waren es nur noch zwei. Die Zahl der Fahrer, die noch zum Stopp kommen müssen, wird kleiner. Nur noch Lukas Auer im Mercedes und René Rast im Audi müssen zu ihrem Stopp kommen. 1813.51 Boxenstopp von Mike Rockenfeller. Rockenfeller absolviert seinen Stopp und liegt aktuell vor Timo Glock auf der 9. Position. Es läuft besser, als Audi selbst vermutet hatte. 1613.49 Überholmanöver von René Rast. René Rast geht an seinem Markenkollegen Rockenfeller vorbei und übernimmt die zweite Position im noch nicht bereinigten Klassement. 1413.47 Boxenstopp von Gary Puffett. Eine Runde später kommt dann auch Puffett. Bei ihm läuft der Reifenwechsel ohne größere Schwierigkeiten, wenn er auch ein paar Sekunden liegen lässt. Mir Rang 5 ist er dennoch der beste der bisherigen Stopper. Die Piloten müssen noch ihre Reifen wechseln. 1313.46 Boxenstopp von Pascal Wehrlein. Nun kommt auch Pascal Wehrlein an die Box und macht seinen Pflichtstopp und der geht mächtig daneben. Vorne rechts klemmt das Rad und er verliert sehr viel Zeit. Auf Rang 7 hinter Di Resta kommt er wieder raus.
Das könnte ihm das Podest gekostet haben. 1113:43. Viel Action im hinteren Feld. Durch die vielen Stops ist es im hinteren Feld richtig eng und es gibt viele enge Fights, bei denen teilweise sogar drei Autos nebeneinander auf der Strecke sind. Dass es nicht ganz hinhaut, bekommt Mortarat zu spüren, der kurz in den Dreck muss. 1113:43, Boxenstopp von Paul de Restain. Der Boxengasse herrscht weiterhin Hochbetrieb. Der Dritte auf der Strecke biegt ab und holt sich neue Reifen ab. Eine Runde zuvor waren Frins und Farfus bei ihrer Crew. 1913:41, deutsches Duell um Rang 12. Marco Wittmann hat die frischeren Reifen, findet aber dennoch keinen Weg an seinem Landsmann Timo Glock vorbei. Hält er durch, bis seine Pneus die passende Temperatur erreicht haben. 1713:40, Boxenstopp von Timo Glock. In Runde 4 kommt auch Timo Glock gemeinsam mit Bruno Spengler zu seinem Reifentausch. Auf Platz 12 und 13 kommen die beiden Fahrer wieder raus. 1513:39, Boxenstopp von Marco Wittmann. Marco Wittmann kommt an die Box und absolviert seinen Pflichtstopp. 1513:38, Wehrlein macht Druck. Pascal Wehrlein macht mächtig Druck auf den Mann an der Spitze. Nur 0,2 Sekunden trennen die beiden Mercedes-Piloten. Dritter bleibt de Restart, dem knapp eine Sekunde zum Fahrer vor ihm fehlt. Er liegt weiterhin deutlich dahinter auf der 4, 413:37, erste Fahrer zum Pflichtstopp. Die ersten Fahrer waren in den ersten Runden bereits zu ihren Pflichtstopps. Duval, Green, Giancadella und Mortara haben sich frische Reifen aufziehen lassen. 313:36, gelbe Flagge. Lois Duval landet im Kies und sorgt kurzzeitig für gelbe Flaggen. Er kann sich aber selbst befreien und setzt sein Rennen fort. 313:35, Überholmanöver von Robin Frins. Robin Frins greift zur Freude des heimischen Publikums an und greift sich den gelben BMW von Timo Glock. Der Niederländer ist nun fünfter und direkter Verfolger von Auer. 213:34, Lücke zu Auer. Die ersten drei Fahrer konnten sich nach der ersten Runde etwas absetzen, dahinter klafft eine kleine Lücke zu Lukas Auer. 113:34, Start erster. Rennen, die Ampeln sind aus und der Start ist erfolgt. Gary Puffett kommt gut weg und geht vor Wehrlein in die erste Kurve. Dahinter dann de Restart und Auer. Insgesamt geht die Startphase ruhig über die Bühne. Nur Spengler ist kurz mal im Dreck. 13:30 Einführungsrunde beginnt. Die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung und die Einführungsrunde beginnt. In Vorbereitung auf den Start heißt es nun, die Reifen auf die perfekte Temperatur zu bringen. 13:24 Die Strecke in Zandvoort liegt in den Dünen der Nordseeküste, weshalb der Küstenwind unablässig neuen Sand auf die Piste weht und so der Grip auf der Fahrbahn das ganze Wochenende über sehr gering ist. Charakteristisch für Zandvoort ist auch die schwierige Streckenführung. Schwer einzusehende Kurven hinter den Kuppen, viele Erhebungen und Bodenwellen spicken den Kurs. 13:21 Audi kann nicht mithalten. Der große Verlierer in dieser Saison ist Audi. Der amtierende Meister aller drei Wertungen kommt mit dem neuen Aero-Paket überhaupt nicht zurecht und fährt der Konkurrenz hinterher. Auch in Zandvoort war man nur dritte Kraft, wenn es auch etwas besser lief als zuletzt. Vor heimischer Kulisse von Rang 7 wird Robin Frins das heutige Rennen angehen. Nico Müller und René Rast starten mit den Plätzen 8 und 9 ebenfalls in den Top 10. 13:18 Glock und Wittmann BMW-Verfolger. Die ersten BMW-Verfolger sind die Deutschen Timo Glock und Marco Wittmann auf den Plätzen 5 und 6 der Startposition, die damit weiterhin alle Möglichkeiten im Kampf um den Fahrertitel haben. 13:13 Puffett mit Pole. Am Samstag in Zandvoort kam der Führende der Fahrerwertung ebenfalls gut zurecht und sicherte sich mit einer Zeit von 1:30.778 Minuten die Pole für das Rennen am Samstag.
Dahinter starten seine Markenkollegen Pascal Wehrlein, Paul Dairesta und Lukas Auer. 13.07 Uhr Spannung in der Gesamtwertung. Der Fahrerwertung geht es schon seit Saisonbeginn eng zu. Nach den letzten Rennen am Nürburgring ist die Spitze aber noch einmal enger zusammengerückt. Auf Rang 1 liegt Gary Puffett, der 102 Punkte auf dem Konto hat, doch nur 9 Punkte dahinter lauert Eduardo Mortara auf seine Chance. Marco Wittmann und Timo Glock kommen jeweils auf 92 Punkte. 13.01 Uhr Hallo aus Zandvoort. Die DTM gastiert zum 5. von 10 Rennwochenenden der Saison 2018 in Zandvoort. In den Dünen entscheidet sich, wer als Führender in die Sommerpause gehen wird. Um 13.30 Uhr geht's in das Samstagsrennen.